noch schön einlassen. Ey, das Frühstück steht auf dem Tisch. Nix mit dem Frühstück. Geht nicht. Bin zu spät dran. Aber... Glatt verschlafen. Aber wir haben doch vorige Woche extra ausgemacht, dass du dir den heutigen Tag freinimmst, oder? Na, da musst du mich missverstanden haben, Hasel. Warum sollte ich aber auch? Gott, jetzt, was bei uns im Büro zugeht. Ich bin auf einer Wahlversammlung in New Mexico. Bitte? Naja, warum hältst du denn die Blumen so krampfhaft in der Hand? Gib's doch hinein, ins Wasser werden ja hin. Nein, nein, ich bin selber schuld. Ich hätte dich bitten müssen, mich zu wecken. Jetzt komme ich zu spät. Du hast also schlicht und einfach vergessen. Schlicht und einfach, jawohl. Um 10 kommt der Dings, der Geber auf, von der Klein und Fein, und um 11 die von der Wellpappe. Nein, 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 du, ich hab vergessen, dich zu bitten. Es ist nur meine Schuld, Barbara. Ich werde mein Möglichstes tun, um noch zu retten, was zu retten geht. Ah, ja, Mann. Und das Frühstück? Morgen. Hab einen schönen Tag heute, Barhasel. Warum bin ich Rindvieh extra noch an Blumen gegangen? Soll doch der Teufel holen. Die bringe ich jetzt der Claudia. Also dann, Papa Claudia. Ich bin eh schon spät dran. Auf Wiedersehen, Herr Zeuge. Auf Wiedersehen. Sie gesehen, er ist nicht rasiert, der Herr Vater. Mhm. Und immer so gehetzt ist er, ne? Kommen Sie, die Tulpenspitzen da hinten, die müssen Sie sehen. Heuer wird es viel Blumen geben bei uns im Hof. Erst will ich hören, ob es geht. Ja, gern, gern. Na ja, aufzogen ist er ja schon. Jetzt passen Sie auf. Sie hören jetzt eine Rarität. Das ist der Schmidt, Josef, der Schmidt? Weltberühmt, ja, Tenor, klein, damals in der Schweiz gestorben. Aber entschuldigung, guten Morgen, Herr Zögernitz. Oh, guten Morgen. Ja, warum hier müssen wir seit wann bist du dann heute schon auf? Seit 5 Uhr. Hättest du aber auch anrufen können. Ich hätte gern geholfen. Hat schon die Frau Löffler gemacht. Die kann eh nicht schlafen in der Früh. Am liebsten helfe ich mir eh allein. Hast recht. Wo soll ich dir die hin tun? Sind die für mich? Ja. Jetzt sind sie für dich. Danke. Hinein auf den Tisch. Die macht einen deprimierten Eindruck, die Frau Mama. Hm. Sollten ein bisschen aufpassen auf sie. Herr Dr. Rameda, hervorragend. Sie, Dr. Merian. Ja, was ist denn? Ich habe den Prismatik-Leuten versprochen bis zum 12., das heißt also bis heute. Ja, yes, das ja das auch noch. Oh Gott. Ja, wie soll man denn das schaffen? Ich bin da. Tut mir leid. Aber wenn ich nur wüsste, woher ich einen ordentlichen Mitarbeiter nehmen soll. So schwer wird der heutzutage nicht zu finden sein. Na, einen, der es mit einer Meter aushält. Auch wahr. Sehr witzig. Der 12.
Der 12. Was haben wir denn heute? Den 12., wie Sie so richtig bemerkt haben. Der 12. Herrgott. Herrgott, da war doch irgendwas. Da steht's ja HT. Ja, das kann nur Hoch- und Tiefpaar heißen, oder? Ja, grüß Gott, hier ist Frau Merian. Merian! Ja, ich habe schon vorgestern angerufen, es ist nämlich wegen dieser Korrespondentenstelle bei Ihnen. Ja, Sie haben ja versprochen, Sie wollten bis gestern, wollten Sie mir Nachricht geben, aber... Ja, Merian. Hm? Ach so, ja. Ja, natürlich, ja. Ja, selbstverständlich. Entschuldigen Sie bitte. Übermorgen werde ich promoviert. Was sagt man dazu? Na, gratuliere. Dass ich das geschafft habe, kommt mir direkt komisch vor. Ich meine, ich hätte es nicht gedacht. Und jetzt? Gerichtsjahr? Na. Ja, du hast es ja wenigstens schon hinter dir. Ja. Komm. Und die Taschen? Lass mal liegen. Du, sag mal, warum hast du eigentlich keine Karten ausgeschickt? Ach, du weißt, das ist nicht mein Stil. Und, wie war's? Was? Das Gerichtsjahr. Naja, für mich war's erträglich. Und mit der Zeit andeuten willst du, dass es für mich unerträglich wird, ne? Was willst du denn sonst tun? Ja, das ist der Graus. Das höre ich schon seit Jahren. Was willst du denn sonst tun? Naturabit macht, weil mir die Mama da angefragt hat, was ich sonst tun will. Jus habe ich studiert, weil mir der Papa da angefragt hat, was ich sonst tun will. Und jetzt habe ich einen Doktor gemacht. Nur weil mich alle fragen, was ich sonst tun will. Saublöd eigentlich, was? Erschreckt hast du mich furchtbar. Also red schon. Also erschrecken wollte ich dich nicht. Heini, du Spinner, wo kommst du denn her? Hier aus Graz. Gerade angekommen, wenn du das genau wissen willst. Ja, klar will ich das wissen. Und weshalb? Ich meine, brauchst du was? Nein. Gib mir mal den Korb runter. Ja, und weshalb dann? Sorgen. Du wirst laufen, deinetwegen. Gestern Nacht, ganz plötzlich, wie deppert, ich habe auf einmal das Gefühl gehabt, du kommst nicht zurecht. Ich? Ja, klar, du. Ja, also, was mich betrifft, da kann ich dich beruhigen. Ich habe zwar Sorgen, aber zurechtkommen tue ich. Ich stehe sozusagen auf eigenen Füßen. Fast. Ja, aber Sorgen hast du gesagt. Ja, und dich, du Trottel. Bist weg über Nacht wie ein Fidschi-Pfeil und wir sitzen da und wissen einen Schmarrn. Ja, Gott sei Dank, wenn es nur das ist. Ja, nur du bist gut. Also, was willst du wissen? Geht's dir gut? Gut schon. Sehr gut nicht. Brauchst du Geld? Geld braucht uns eins immer. Aber nicht von dir. Warum nicht von mir? Ich habe meine Rente, mit der komme ich aus, also sagen wir fast. Ich habe das Schmerzensgeld auf der Bank. Also warum soll ich dir nicht helfen, wenn du es brauchst? Gibst du mir bitte meine Tasche? Lieb. Aber danke, nein. Weißt du? Deshalb bin ich ja weg, damit ich mich alleine halten lerne. Deshalb? Ja, zumindest auch deshalb. Na und, kannst du's? Es geht. Ich weiß gut wie, aber es geht. Ich arbeite in einem Gasthaus, in der Schank. Manchmal auch in der Küche und abends in einer Disco. Als Disc-Jockey? Garderobe. Das ist auch gut. Und wann schläfst du? Zwischendurch. Aber die Viola ist wieder bei mir. Ich hab sie gefunden in Graz. Im Grunde wollte sie auch nur selbstständig sein.
Ja, und wir vertragen uns wieder. Gestritten wird nicht. Also kaum. Sag, und was ist mit deinem Studium? Hast du das aufgegeben? Ich hab's ja noch gar nicht angefangen gehabt. Naja, ich meine den Plan. Nein, habe ich nicht aufgegeben. Ich habe sogar inskribiert in Graz. Aber zum Studieren komme ich eigentlich kaum. Das wirst du verstehen. Ja, das verstehe ich. Sag, warst du schon bei der Mama oben? Nein. Du, die geht sich aber eher so nicht an. Ein anderes Mal. Weißt, ich will nicht so viel Heimweh auf einmal zusammenfangen. Mhm. Aber ich komme jetzt bald wieder nach Wien. Auf ganz, weißt? Zumindest habe ich's vor. Und bringst du die Viola auch mit? Mit oder ohne Viola? Ich bin da jetzt nicht mehr so abhängig, weißt? Wie das einmal war. Und was wirst du tun in Wien? Ich werde mich selbstständig machen. In Graz ist mir das schon sehr gut gelungen. Ich habe da einen ganz schönen Kundenstock. Ja, aber den baue ich mir in Wien in ein paar Wochen auch auf. Weißt? Hm. Selbstverständlich voluminöser. Großstädtischer, weißt? Wenn ich jetzt auch noch wissen tät, was du vorhast, dann könnte ich dir vielleicht folgen. Mein Gott, bin ich ein Trottel, habe ich das noch gar nicht gesagt? Nein, hast du nicht. Mhm. Ja, wie soll ich dir das erklären? Ja, mach's kurz. Rauschgift? Was ist? Ja, willst du dealen? Wie kommst du denn auf das? Rollbalken reparieren tue ich. Heini, lieber Heini, ich liebe dich. Nicht dich auch. Sag, was ist mit dem Heini? Spielt der oder was? Da bin ich nicht ganz sicher. Was heißt das? Er ist ausgeflippt, der Heini. Was? Der Heini, aber ich meine, ja, das hat alles so bürgerlich solid ausgeschaut bei ihm. Nein. Fräulein, bringen Sie uns noch einen Kaffee, bitte. Was für einen Kaffee? Du müsst doch mal. Ja, ja. Zwei Melange, bitte. Zwei Melange? Und zwei Kippel wieder? Um Gottes Willen, nein. Ja, wie er so zusammengelebt hat mit der Viola, junges Paar. Und es war ja auch alles ganz klar. Er wird Germanistik studieren, begabt wie er ist und ein bisschen dichten, nicht? Er hat so ein bisschen einen genialen Zug. Ja. Und dann war sie plötzlich weg. Einfach weg. Und der Heini auch. Mit ihr? Keine Spur. Und was macht er jetzt? Keine Ahnung. War natürlich ein Schock für die lieben Eltern. Er hat ein paar Sachen mitgenommen, ein paar Zeilen hinterlassen, dass er Ruhe braucht und sie sollen sich keine Sorgen machen. Ich. Ja, aber man ist ja liberal bei den Merians. Nicht? Man hat Verständnis bei den Merians. Man ist aufgeklärt. Bei den Merians. Jeder kann machen, was er will. Bei den Merians. Nur, dass keiner weiß, was er will. Bei den Merians. Mich eingeschlossen. Immerhin, die Claudia weiß, was sie will. Ja, zumindest tut sie so. Das ist doch die Blonde mit der... Ja, du... ja, das ist lang her. Du, sag mal, ist sie... Die Claudia, meine ich. Ist sie jetzt eigentlich... Was? Nix. Falls du fragen wolltest, ob sie den Chef vom Papa heiraten will oder ob sie ihn zu sich ins Bett lässt... Du bremst dich ein. Was, entschuldige, das ist es doch, was du wissen willst. Aber nicht so. Nicht so, ja. So direkt, meinst du? Was? Also gut, ich weiß es nicht. Letztes Jahr hat so ausgeschaut, aber jetzt habe ich das Gefühl, als hätte sich da nimmer mehr viel dran. Es ist halt bei der Claudia alles noch ein bisschen komplizierter als bei den anderen Merians. Du, wenn wir schon davon reden. Du willst mich was fragen? Hm? Ich möchte. Wenn es dir recht ist. Ist es mir. Aber noch was, ich möchte nicht, dass irgendjemand über das, was wir jetzt besprechen werden, irgendwas erfährt. Einverstanden? Einverstanden? Schieß los. Fräulein! Weg ist sie. Was wolltest du denn? Ach, Wackelzigaretten. Habe ich leider keine mehr bei mir. Schon seit einem Jahr nicht mehr. Ja, ich weiß. Held, was du bist. Fräulein! Es geht auch ohne. Wir sehen.
Sag mal, warum rauchst du eigentlich nicht mehr? Ich glaube, der Claudia ist verliebt. Ah ja. Ja, da wären wir schon bei meiner Frage. Fräulein. Ja, bitte, Herr Doktor. Was möchtest du für welche? Wurscht. Ein Packerl Zigaretten, mag ich egal. Packerl Zigaretten, sonst noch was ich höre? Nein, danke. Danke, nein. Schieß los. Sag, könntest du dir vorstellen, dass es zwischen dir und der Claudia eventuell zu einer Heirat kommen könnte? Ja, könnte ich mir. Und du hast noch nie darüber nachgedacht, dass das vielleicht eine verdammt schwere Angelegenheit werden könnte? Und eine Ehe mit einem gesunden Mädel nicht vielleicht einfach gescheiter wäre? Ich verstehe, was du meinst, aber das läuft anders. Ich bin mir der Verantwortung bewusst. Und ich bin mir auch klar, was das heißt. Aber ich kalkuliere mir da nichts aus, weißt du? Mein Gefühl zur Claudia, das geht einen ganz anderen Weg. Einen sehr schönen, glaube ich. HT, HT. Ja! Ja. Hoch und tief da, hoch und tief da. Was suchen Sie denn, Herr Kollege? Ja, die letzten Unterlagen von der Hoch- und Tiefbau. Heute ist der 12. HT. Ich kann mich einfach nicht konzentrieren, bevor ich das nicht geklärt habe. Mit denen ist da nichts. Ich sag's Ihnen. Lassen Sie die Akten von Hoch und Tief. Die finden es nicht so schnell. Entschuldigung schon, Akten Hoch und Tief? Da kann ich helfen. Liguster? Liguster? Ach, das ist aber... Der Liguster ist da. Ich glaube, Sie sind in Alaska. Ja, das wollte ich auch. Aber ich bin im Burgenland hängen geblieben. Das liegt ja auf dem Weg. Na, das gehört nicht. Aber es hat auch was Faszinierendes. Trotzdem. Woher wissen Sie, wo die Hoch und Tief liegen? Das ist ja ganz einfach. Ihr, ja, der Herr Magister. Grüß Gott. Moment. Alles hat seine Gesetze, auch Ihre Schlamperei, verehrter Kollege. Sie haben ja Akten Hoch und Tief schon immer verlegt und immer ins gleiche falsche Regal. Sie sind eben ein Mann von eiserner Konsequenz, verehrter. In gewisser Weise bin ich das. In einem gewissen Sinn, ja. Der Kaffee, Herr Magister. Alte Liebe rostet nicht. Das ist aber lieb. Küss die Hand. Nichts ist mehr in der burgenländischen Heide. Aber übrigens gewisse Ähnlichkeiten mit gewissen Gegenden von Alaska, die burgenländische Heide. Nichts ist mir dort so abgegangen wie Ihr Kaffee, Frau Haberger. Da gehen Sie, Herr Magister. Schön, dass Sie wieder da sind, Herr Magister. Danke. Ich hätte eigentlich auch einen Gustav an Kaffee, ja? Wir sind auf Müsli, Bertel. Wir sind auf Müsli. Bertel? Wir sind nämlich die Fini, die Frau Haberger und ich, sozusagen verlobt. Sozusagen. Ja, das dachte ich mir gleich. Ja? Sie wirken überaus sichtlich verjüngt. Finden Sie? Ja, keine Frage. Blühend, vital, gesund, schlank. Das ist das Müsli. Liguster! Frau Haberger? Ja, kommen Sie nachher, das haben Sie liegen lassen. Das sind Sie, ja, Liguster. Also doch. Was, Sie haben gewusst? Ich habe gehofft. Ich habe nämlich kurz mit dem Gedanken gespielt, allenfalls nach Borneo zu gehen. Ja. Wie man halt so gelegentlich mit dem Gedanken spielt, ein bisschen nach Borneo zu gehen, nicht? Ein letztes Zufluchtsgebiet der Wildnis. Es gibt noch Kannibalismus dort. Ja, so ungefähr.
Da habe ich mir gedacht, die Pressomatik ist abenteuerlich genug. Ja, 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 das ist sie wirklich. Die frisst uns auf, wenn sie nicht. Kommen Sie, auf meinem Schreibtisch habe ich die letzten Rechnungsabschlüsse. Da schauen Sie zu, kommen Sie. Kannibalismus. Und ich krieg Müsli. Jetzt einen Kaffee stehen lassen, der Liguster. Ob das ein menschenfreundlicher Akt von ihm war? Ähnlich schaut jetzt ihm schon dem Liguster. Ich will nicht enttäuschen. H-T. Dass ich da nicht draufkomme. Das ist der 12. Aber ja, natürlich freue ich mich, wenn du kommst. Sehr sogar. Ja, ist gut. Herein! Aber da stellst dich nicht. Servus, Mama. Servus, Schatzl. Ja, die Mama. Nein, ich gehöre Nachmittag nicht mehr weg. Nein, nix. Wirklich nicht. Ich tät's dir schon sagen. Also dann. Servus. Der Dr. Steinhäuser? Nein, der Dr. Seidler. Wer ist denn das? Du wirst lachen. Das ist der Pauli. Dass der auch einen Familiennamen hat, höre ich heute zum ersten Mal. Und? Wie geht's? Was? Dir. Gut, ganz gut. Wie immer halt. Und dir? Großartig. Ganz großartig. Wirklich? Was willst du damit sagen? Dass es mir nicht großartig geht? Warum soll es mir nicht großartig gehen? Ich bin gesund. Bumper gesund. Ich war gestern beim Dr. Hebenstreif. Der hat mich untersucht und hat gesagt, so was Gesundes wie mich hat er schon lange nicht mehr gesehen. Na fein. Das ist fein. Na siehst du. Sag, hast du die Blumen raufgeschickt? Ich meine, hast du sie raufgeschickt und an die Türklinke hängen lassen? Als Revanche? Nein, leider. Und wie geht's dir sonst? Sonst? Ich habe einen lieben Mann. Ich habe liebe Kinder. Keinen Rauschgiftsüchtigen. Kein. Hast du was von Heinekert? Die Blumen. Hm? Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Der braucht halt einen Auslauf, verstehst du? Ja, ja. Ich bin ganz unbesorgt. Ja, ja, ich bin ganz unbesorgt. Schließlich haben wir jetzt auch genügend Geld, ne? Papa verdient ja sehr gut. Er ist fleißig und so solid. Und Ansprüche haben wir jetzt auch keine großen. Ja, ja, ich kann wirklich sagen, dass ich mir keine Sorgen machen brauche. Andere sind da ja viel schlimmer dran. Man muss ja bedenken, die Arbeitslosigkeit ist im Steigen. Ja, es tut wirklich leid. Wir wissen nicht einmal, wie es den Strom und die Miete bezahlen sollen. Was hast du denn heute? Nix, gar nichts. Was soll ich denn haben? Wieso? Ich sag doch nur, dass ich mir keine Sorgen machen brauche. Ist doch was Schönes, ne? Doch was Feines, wenn man das von sich sagen kann. Wie viele Leute gibt's denn heute, die das von sich sagen können, ne? Heutzutage. Ja. Mama? Hm? Hast du was getrunken? Hm. Ich? Wieso? Bin doch keine Trinkerin. Ja, aber getrunken hast du was. Man sieht's dir an. Und ich riech's auch. Mir war schlecht. Es war mir schlecht. War dir wirklich schlecht? Ja. Ist dir oft schlecht? Thank you.
Ja. In letzter Zeit ist mir schon manchmal ziemlich mies. Ehrlich gesagt. Seit wann? Seit wann? Seit du nicht mehr in diese komischen Büros gehst? Wieso bitte sind diese Büros komisch? Naja, ich meine, weil du... Ja, dass ich diese Arbeit mehr als Hobby gemacht habe, ne? Das willst du doch damit sagen, wenn du meinst komisch, ne? Das meinst du doch, oder? Ne? Nein, aber... Doch, das meinst du. Und hast ja auch recht. Zuerst habe ich es natürlich machen müssen, denn wir haben ja das Geld gebraucht. Und dann, wenn das Geld endlich da war, da... Ja, da habe ich es als Hobby gemacht. Denn in der Wohnung oben ist mir die Decken manchmal auf den Kopf gefallen. Ja, aber bitte, ist das eine Lebensaufgabe? Erwachsenen Männern die Schuhe nachzuräumen? Oder die Hosen aus der Putzerei zu holen? Und noch den Installateur anrufen, wenn der Wasserhahn tropft? Ich weiß. So wie mir geht's Tausenden von Frauen. Und ich bin kein Einzelfall, ich weiß. Aber ich habe es satt. Ich habe es satt, diese Warterei. Mit dem Essen, dass jemand daherkommt und der dann schon gegessen hat. Ja, aber dann tu doch was dagegen. Und zwar was? Naja. Ich habe schon dran gedacht, als Bedienerin zu gehen. Ja? Schau doch nicht so erstaunt. Warum nicht? Ja, weil du regst dich auf, dass du dem Schorsch die Schuhe wegräumen musst und dann willst du fremden Leuten die Schuhe wegräumen. Ja, die wüssten es doch wenigstens zu schätzen. Und zahlten auch noch dafür. Hm. Oder geh wieder ins Büro. Es gibt nicht so viele freie Stellen für Frauen wie mich. Weißt du, es kommen so viele Junge nachher. Und sag mir ja nicht, dass ich jetzt weiter studieren soll. Das reizt mich wirklich nicht. Und wenn ich den Doktor haben sollte, was fange ich dann an damit? Ja, gibt's denn nichts, was dir irgendwie Spaß macht oder was du wirklich gerne tust? Ich hätte mich gern mehr um dich gekümmert. Im Haus wundern sich eh schon alle, dass ich mich nicht mehr um dich kümmere. Ich sollte mehr kochen für dich, ich sollte einkaufen gehen. Ja, das tust du doch eh. Ja, aber nur manchmal. Weil wenn ich denke, dass du jeden Tag ein paar Stunden brauchst, um mich sauber zu halten, sag's doch. Naja, eben, ja. Ich habe ein querschnittgelähmtes Kind und dieses Kind erlaubt es mir nicht, dass ich mich um es kümmere. Das Kind setzt all seinen Ehrgeiz daran, allein mit seinem Unglück, mit seinem sogenannten fertig zu werden. Und es wird auch meistens fertig damit. Ja. Ich freue mich doch darüber. Aber es gibt eben zwei Seiten. Weißt? Also, ich gehe wieder. Was machen? Ein bisschen Fernsehen oder? Ja, wenn es irgendwas Gutes gibt. Oder ein Buch lesen. Oder ich stricke an Papas Jacken weiter. Geh doch irgendwo hin einfach. Wohin denn? Na ja, Theater, Kino, Ausstellungen, einen Vortrag anhören. Allein? Naja. Hast Lust mitzukommen? Sicher, nur heute Abend bin ich mit den Grauen Löwen verabredet. Wie geht's denn denen? Gut. Hast Lust mitzukommen? Okay. Du mit deinen alten Leuten. Mich wundert manchmal, wie du das aushältst. Also dann. Servus halt. Mama? Ja? Du bist ja gelähmter als ich. Das ist arg, was du da sagst. Na ja, stimmt's vielleicht nicht. Du bist noch jung, du siehst gut aus, du bist gescheit. Du brauchst dich nicht ums Geld zu sorgen. Dir geht's gut und was tust du? Du sitzt herum und beklagst dein Schicksal. Und dabei kannst du hingehen, wo du willst. Du kannst laufen, auf dem Klo bist du in 2 Minuten fertig. Und es geht dir wirklich gut und benehmen tust du dich, als wärst du total gelähmt und nicht nur halb wie ich.
So schaue ich also aus. Entschuldige bitte, ich habe das nicht so gemeint. Lass mal. Hast schon recht. Es tut mir leid. Lassen. Kann sein, dass es an der Zeit war, dass mir das einmal einer von euch gesagt hat. Ich weiß nicht, ob es was helfen wird, aber wenigstens ehrlich sollen wir zueinander sein. Und das haben wir ja versucht, euch beizubringen. Schau, Mama. Herein! Grüß dich, servus. Servus. Oh, guten Abend, Ehefrau. Guten Tag, Pauli. Sie sind wieder in Wien? Ja, ich bin jetzt Konzipient in der Kanzlei Schumpeter. Oh, nobel, nobel. Habe ich gestört? Aber wo? Wir haben ein bisschen miteinander geplaudert. Wenn ihr wollt, könnt ihr nachher auf einen Kaffee hinaufkommen. Ja, ich wollte die Claudia eigentlich ein bisschen ausführen. Irgendwo hin, wenn du willst. Ja, gerne, natürlich. Oder hast du gekocht? Nein, nein, das ist nur für morgen und übermorgen. Aber ich muss noch zu den Grauen Löwen. Ich muss halt mitgehen, der Karl holt mich ab. Macht ihr nichts. Will sie nichts dagegen haben? Natürlich habe ich nichts dagegen. Ich bin nur froh, wenn die Claudia Gesellschaft hat. Fahr mich los. Papa. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Sehr interessant. Wiederschauen, Herr Doktor. Gute Unterhaltung. Wiederschauen, Eva. Ich habe ja doch gestört. Aber wo? Ich bin nämlich sehr sensibel, weißt du? Ja, ich weiß. Und ich spüre genau, wenn was in der Luft liegt. Jetzt lass das. Ich freue mich, dass du da bist. Wirklich? Frag nicht so blöd. Natürlich freue ich mich, dass du da bist. Aber steck die Nase nicht in die Familiengeschichten von den Merians. Die sind immer in der Krise. Und wenn sie gerade keine Krise haben, dann erfinden sie sich eine. Zeit, dass der Tag zu Ende geht. Ja. Gut, dass der Liguster wieder da ist. Ja. Wenn es geht, ich halte das nicht aus, zuzuschauen, wie andere sich abrackern. Mach uns doch eine Pause. Ich bin noch nicht fertig. Sie machen sich fertig. Jetzt lassen Sie mich. Bitte, lassen Sie mich in Ruhe. Hat sich Ihr Bub, der Heine, schon gerührt? Nein. Und der andere, der Schorsch, was macht denn der? Der hat übermorgen Promotion. Hat es also doch noch geschafft? Ja! Nein, das ist es nicht. Heute steht da HT. HT. Hervorragend! Na, und morgen? Nehme ich sofort Verbindung mit den Pressomatik-Menschen auf. Alles bestens. Na, Kollege Merian, haben schon gefunden, 12. HT. Es war was Wichtiges, das weiß ich noch. Jo, das nervt. Das nervt, ich kenn das. Nein, wenn einem partout was nicht einfällt. Na, Magister Liguster, das wäre doch was für Ihr von uns so hoch geschätztes Ingenium. Wenn keinem was einfällt, na, wie wär's? Na ja, lassen Sie mich einmal nachschauen. Vielleicht noch ein blindes Händel. 12. dieses HT findet manchmal ein Körner Kalender. Hm? Abgelegten Kalender. Vom letzten Jahr. Oh Gott. Da steht HT ausgeschrieben. Aubi, Aubi. Oh, nein.
Hochzeitstag. Und ich vergiss das. Möglicherweise eine freudsche Fehlleistung. Aber was halten Sie doch hier? Hochzeitstag. Und noch dazu der 25. Und ich habe nichts besorgt, keine Blumen, nichts vergessen. Deswegen war meine Frau heute früh so komisch. Ich muss sie anrufen. Besetzt. Moment. Kollege, nachdenken, ein bisschen überlegen. Das ist sehr richtig. Noch ist nicht alles verloren. Nachdenken. Dass mir sowas passiert. Die Arme, das ist eine Gemeinheit von mir. Jetzt fühlt sie sich natürlich gekränkt und das mit Recht. Wenn's wenigstens nicht der 25. wäre. Grinsen Sie nicht so bösartig, Sie Menschenhand. Ich grinse nicht, ich lächle mitfühlend. Ich empfinde die volle Solidarität des Mannes. Und zum Beweis dessen fahre ich jetzt zum Bahnhof und besorge Ihnen ein Gratulationsbouquet. Gefini, bitte ruf mir ein Taxi. Na, hallo. Ist Ihnen schon was eingefallen? Nein, nix. Die Arme. Keinen Ton, Ton. Hat sie. Ton? Hat sie gesagt. Natürlich wieder typisch weiblich auf der anderen Seite. Nichts zu sagen, lieber zu leiden. Er hat sowas, er hat sowas mit mir. Leise. 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 Da kommen Sie. Gehen wir. Hoffentlich der Stock zum Sinn. Servus. Was ist? Und 3, 4. Leise flirren meine Lieder durch die Nacht zu dir. Komm, o Liedchen, steig hernieder, komm herab zu mir. Lass auf dir die Brust bewegen, öffne mir die Tür. Ich glaube, das reicht, denke ich. Ja, das denke ich auch. Ich danke euch vielmals, wirklich. Das war rührend von euch. Ich danke euch. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut war. Hm? Immerhin wird sie schon irgendwie überrascht gewesen sein. Glauben wir es nicht wiederholen sollen? Nein. Gehen wir lieber. Wiederschauen. Es ist höchste Zeit, das Silberhochzeitspaar allein zu lassen. Danke, Kümmer. Ah ja, okay. Ich weiß nicht, seid ihr von einer Kollektivpsychose befallen oder sowas? Ah, schau, wenn du wüsstest. Ja, sicher. Man weiß nicht alles. Das ist auch ganz gut so. Aber ich verstehe noch nicht, warum ist die Mama nicht gekommen, um euren Gesang zu würdigen oder so. Ja. Das verstehe ich auch nicht. Vielleicht ist sie gar nicht zu Hause. Komm, schauen wir mal nach. Nein, ja, du bist sehr lieb, Schorsch, wirklich, wirklich. Aber da muss ich selbst versäumt das. Verstehst, gell? Ja, soll ich dich in Ruhe lassen oder nicht mitkommen? Komm, lieber mit uns ein bisschen was trinken. Juristen shoppen. Ja, aber glaubst du, dass ich ihn jetzt allein da?
kannst. Glaub mir, komm. Marianne? Marcel? Marcel? Liebling? Liebling, es tut mir so leid. Da könnten wir sein Kind verlieren. Hallo, Herr Zögernitz. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Ist trotzdem gelungen. Hab mich nur gefreut, Sie hier zu sehen. Sind heimgekehrt? Vorbeigeschaut habe ich. Heimweh, ja? Auch. Ja, aber anders wird man nicht selbstständig, ne? Das ist halt so. Abgenabelt. Genau. Herr Zögernitz? Ja? Könnten Sie mir nicht einen Hund wieder bauen? Sie kriegen ihn zurück. Ich hab nur einen 500. Ich borge Ihnen den gern. Ja, wissen Sie, ich möchte meine Leute nicht mit so blöde Geldsachen belasten. Er kennt das. Weil ich gerade dran denke, ich bin an dem Freund Viola eh noch 500 Schilling schuldig. Hm. Na, sind wir wenigstens quitt jetzt, nicht wahr? Danke. Sie sind schon ein sehr lieber Herr Zögernitz. Ja? Könnte man richtig Heimweh kriegen. Na, versündigen Sie ihn dann nicht. Bei der Familie, was Sie haben. Beim Haus, da können Sie hinaus. Ja, ja, meine Schlüssel habe ich noch. Gute Nacht. Gute Nacht. Ah. Sie ist ja endlich heimgekommen, der Papa. Danke, Herr Zögernitz.